Hallo und willkommen zu einer kleinen Silvester-Special-Folge. Wir sind wieder zurück in unserem Weihnachtsdorf und hier werden wir auch Silvester starten. Ich meine, es ist jetzt noch 8 Uhr morgens am Silvestertag, ziemlich früh, eigentlich zu früh für das alles, aber wir machen das jetzt einfach trotzdem. Und hier werde ich mal schnell einen Rechtschreibfehler korrigieren, den ihr nicht gesehen habt, okay? Ist nie passiert. Einigen wir uns drauf. Ich muss mal kurz... Ich weiß, jetzt muss ich wieder erstmal die Leuchtreklambuchstaben finden. Ich glaube, die sind bei Licht ganz hinten, oder? Komm schon, lass mich nicht im Stich. Nee, die sind nicht bei Licht ganz hinten. Die sind hier. Gut, wir haben Rot genommen, oder? Ja. So. Ups. So, eigentlich hätten wir das gleich alles löschen können und frohes neues Jahr oder sowas hinschreiben können. Aber gut, so, was ich jetzt hier machen will, ist, ihr ahnt es schon, ein gewaltiges Superfeuerwerk Deluxe zu starten. Und deswegen werden wir als allererstes mal die Maschinen hier austauschen. Denn jetzt ist es vorbei mit Spielzeugproduktion. Also weg mit dir, Baumaschine. Du wirst eingelagert, genauso wie du, Baumaschine. Und stattdessen kommen jetzt hier, jetzt müssen wir mal schnell zu den Maschinen gehen. Waffen, bla bla. Pyrotechnik. Zweimal Pyrotechnik. Sehr schön. Wird jetzt hier noch angekabelt. So. Und hier. Ach so, jetzt haben wir da hinten wieder das Problem mit der Stromversorgung. Wie viel Strom braucht denn das Ganze? Schon viel. Wisst ihr was? Die beiden Dinger kriegen jetzt einfach voneinander getrennte Stromversorgungen. Denn dann muss ich nicht dauernd die vom Stromnetzwerk nehmen. Wisst ihr, was ich meine? Ich weiß selber nicht genau, ob ich weiß, was ich meine. Also, ich habe jetzt hier blöderweise das Licht ausgemacht als erste Amtshandlung heute. Machen wir gleich wieder an. So. Also, neuer Generator. Am besten auch wieder ein Fusionsgenerator. Die sind nicht zu groß. Also schon nicht klein, aber jetzt auch nicht riesig. Und trotzdem erzeugen die sehr viel Strom dafür. Okay. Den verbinden wir jetzt mit der Maschine. Und jetzt haben wir zwei Maschinen, die nicht im gleichen Stromkreislauf hängen. Das heißt, dass ich die Computer unabhängig voneinander extra auf die Maschinen bezogen benutzen kann. Ich muss mal hier ein bisschen aufräumen. Es darf hier ruhig irgendwie was liegen bleiben, aber das ist so verdammt viel hier. Okay, und jetzt füllen wir nämlich dann die Badewanne mit Feuerwerkskörpern. Müssen wir nur dran denken, dass wir immer wieder mal andere einstellen, damit nicht immer... Was? Redest du mit mir? Was für ein unhöflicher Weihnachtsmann oder was der gleich nochmal war. Okay, also raus aus der Wanne mit dem ganzen Zeug. Hau ab, Arschloch. Hau du doch ab. Oder mach du meine Arbeit hier, dann kann ich gehen und draußen schon mal zu bauen anfangen. Dann programmier du jetzt die beiden Maschinen mal, dass die Feuerwerkskörper produzieren. Los, los geht's. Los geht's, auf. Hui. Nutzlos. Nutzloser Supermutanten-Primus. Okay, schauen wir mal, was wir jetzt machen. Feuerwerksgeschoss. Ach, es gibt so viele. Was machen wir denn? Also, wir wollen keine Wetter, auch keine Notfallfackel und keine Wettergeschosse. Ich mache jetzt hier mal, fangen wir an mit Pfingstrosengelb, Kleberstoff und Dünger, okay? Und hier machen wir einfach das nächste über Pfingstrosengelb. Und zwar Pfingstrosenrot. Aha. Pfingstrosenrot, Kleberstoff und Dünger holen wir. Kommt sofort. Kleberstoff und Dünger kommt sofort, sobald ich hier aus der Hütte rauskomme. Kleberstoff und Dünger. Ich glaube, wir sind überladen, kann das sein? Vor lauter Raketen und Teddybären. Also erstmal die ganzen Raketen und Teddybären hier lagern. Okay. Und jetzt brauchen wir... Verdammt, was brauchen wir gleich nochmal? Ich kann mich noch erinnern an Kleber. Kleberstoff und Dünger, oder?
Wirklich Dünger? Ich bin mir nicht sicher. Ich nehme es aber mal mit. Dünger. Kaliber. Und Stoff. Stahl und Stoff. Da haben wir ihn. Super. Na gut, dann zurücklaufen. Ah, ich glaube, das schaffen wir nicht. Ich glaube, auf halbem Weg werden wir leider jetzt im Schneckentempo reinkriechen müssen in das Ganze. Ne, es geht sogar. Einigermaßen. So, und hier kommt jetzt rein ungefähr die Hälfte vom Dünger. Ungefähr die Hälfte vom Kleber, als würde nicht auch schon irgendwie ein Zehntel reichen oder so. Aber trotzdem, wartet mal, wenn ich das jetzt schon wieder so mache, ist es total uneffizient. Hier kommt nur die Hälfte vom Dünger rein, alles andere ist schon da drin. Und dass der Dünger da hinten drin ist, ist auch nur für die Show eigentlich. Bräuchte man überhaupt nicht. Ich könnte auch gleich alles in die Maschine packen, aber ich habe gern, dass von hinten was in die Maschine reinläuft und dann fängt er erst zu produzieren an. So, das dürfte jetzt funktionieren. Jetzt warte ich mal kurz, ob das auch wirklich hinhaut. Ob Dünger denn das Richtige war. Dünger, Kleber und Stoff. Oder ob ich doch was anderes brauche. Ah, er macht schon was. Da kommen sie schon, die ersten Feuerwerksgeschosse. Ihr seht aber auch komisch aus, Feuerwerksgeschosse. Na gut, dann machen wir die Geschichte hier drüben auch gleich nochmal. Ich weiß nicht, warum hier nichts läuft. Ich glaube, eigentlich sollte hier... Wahrscheinlich ist nur die Animation kaputt und die bewegen sich trotzdem. So, hier den ganzen Dünger rein. Hier den ganzen Kleber und den ganzen Stoff. Und dann schauen wir mal. Ja, genau. Das gibt es öfter, dass die Animation von den Bändern nicht funktioniert, aber die Bänder transportieren die Dinger. Na gut, dann werden jetzt hier Feuerwerkskörper produziert. Yay, ich werde mich noch furchtbar ärgern hier über die ganzen Teddybären und Raketen, wenn dann die Feuerwerkskörper erstmal übergehen, was auch nicht lange dauern kann. Aber jetzt bauen wir erstmal eine Feuerwerkskörperabschussanlage oder so. Und wo bauen wir die? Wo haben wir denn noch Platz? Hier oben haben wir eigentlich schön Platz, würde ich sagen. Hopp, komm, hoch. Ihr seht übrigens vielleicht fällt es euch auf, dass wir keine Baugrenzen mehr haben. Das ist ein Mod, den ich aktiviert habe, der die Baugrenzen in den meisten Settlements etwas vergrößert. Ich bin mir noch nicht sicher, ob er das wirklich macht. Also ob der wirklich funktioniert, ehrlich gesagt. Muss ich mal genauer testen, viel Tests machen. Auf jeden Fall durch dieses Vergrößern wird auch die der Rahmen unsichtbar. Ja. Doof, aber ist halt so. Aber ich kann es mir schon vorstellen, dass das echt ein bisschen vergrößert ist. Weil dass ich bis hier oben... Also, dass das Gebiet erst hier oben aufhört, ist, glaube ich, neu, oder? Glaub schon. Naja. Finde ich auf jeden Fall gut. Wow. Riesen-Busch-Anlage, die man hier wegräumen kann. So, machen wir doch hier hinten dann oben irgendwo vielleicht. Aber direkt hinterm Baum ist wieder doof, oder? Aber hier ist doch ein gutes Feld. Ja, machen wir hier Feuerwerkskörper. So, jetzt wird erstmal wieder interessant rauszufinden, wo denn gleich nochmal Feuerwerkskörper sind. Ich schätze mal nicht, dass die zufällig hier dabei sind. Nee. Oh oh, irgendjemand hat irgendwas gehört. Oh, was ist denn da hinten los? Was kommt denn da? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was ist denn hier auf einmal los? Krieg! Guckt euch mal das Ding da an. Aber was für ein Angriff! Ein Wächterbot-Metzger, ein Aggressotron. Und ich habe ja wieder meine Waffen nicht dabei. Wow! Meine Lebensenergie ist im Keller. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Da will man sich auf einen gemütlichen Silvesterabend vorbereiten. Und dann sowas. Stirb! Gefechtszone umkämpft.
So, ich heile mich lieber nochmal, weil der macht echt Schaden. Hau mir auch gleich nochmal Chat rein. Ich habe jetzt ungefähr schon 500 Liter Wasser getrunken. So, letzter Wetz. Das muss jetzt reichen. Verdammt, hat nicht gereicht. Aber jetzt. Hey, aber ohne Witz, auf einmal aus dem Nichts, ich will gerade gemütlich Silvesterraketen bauen, kommt da die krasseste Armee an Rust Devils, die ich seit langem gesehen habe, glaube ich. Zum Glück habe ich so viel unsterbliche Weihnachtshelfer. Gegen die Macht von Weihnachten habt ihr keine Chance. Für Weihnachten. Ein heldenhafter Rust Devil. Den werde ich gleich mal besuchen. Wo ist er denn? Oh, er ist verschwunden. Wo ist er denn jetzt wirklich hin? Der war doch gerade noch hier. Ah, Moment mal, was? Ah, zumindest haben die den da oben klein gekriegt. Sehr schön. So. Denke ich mir auch schon die ganze Zeit. Wow, warum machen die so viel Schaden? Wahrscheinlich, weil ich so gut wie nackt bin und hier in meiner Unterhose rumlaufe. Also nicht wirklich, aber ich habe jetzt auch nicht gerade eine Powerrüstung an. Warum treffe ich den so überhaupt nicht? Jetzt komm schon. Kritischer Treffer auf den Kopf. Na, das hat geholfen. Ja. Das war gar nicht schlecht jetzt. Gar nicht schlecht. So, was wir jetzt brauchen, ist erstmal hier ein bisschen Stimpack-Zeugs. Hä? Warum repariert's denn meine Arme nicht? Ich dachte, das funktioniert so. Naja, dann halt nicht. Und was wir außerdem unbedingt brauchen, ich hätte noch ein paar Waffen hier, aber ich glaube wirklich, das ist lauter Schrott, den ich gerade so aufgehoben habe. Was wollte ich anziehen? Nee, nichts anziehen. Ich wollte schauen, ob ich eine Quantum habe. Eine Nuka-Cola Quantum. Oh, hier. Excel hauen wir jetzt auch rein. Okay, automatisch speichern. Automatisch speichern ist gut. Nanu, an was sind die jetzt alle gestorben? Puh, das ging jetzt schnell. Auf einen Schlag waren die tot. Eine legendäre Kryometallrüstung. Naja, ist doch schön. So. Puh. Okay. Alle wieder zurück auf Position. Oh nein! Der Weihnachtsmann und Albino-Rentier sind tot. Naja, Weihnachten ist eh vorbei. Da kümmern wir uns dann nächstes Jahr drum. Farm ist nichts Besonderes, aber immerhin etwas. So, du störst hier, Rust Devil. Nein, nicht Rudolf! Nein! Ich dachte wirklich ohne Witz, dass die unsterblich sind eigentlich. Tja, so kann man sich täuschen. Na dann, kommt der auch weg. Und jetzt suchen wir nochmal unsere Feuerwerkskörper. Bei Herstellung ist es ja wahrscheinlich auch nicht mit dabei. Wo sind denn gleich nochmal... Wo macht's denn Sinn? Wo machen denn diese Feuerwerksabschussdinger Sinn? Bei Fallen? Nee, nicht wirklich. Müssten schon bei Energie eigentlich sein. Von der Logik her. Schalter. Stecker und Schalter. Eher nicht, nö. Licht, sonstiges, das klingt gut. Ja, genau, da haben wir sie auch schon. Schräg oder gerade, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Nehmen wir die geraden, oder? Vielleicht kombinieren wir es ein bisschen. Ja, mehr! Moment, warum haben manche keine Stromanbindung? Ah, ja, okay. Von mir aus. Und dann machen wir noch ein paar Schräge in Richtung Dorf oder so. Ja, von mir aus auch ein paar in die andere Richtung. Ist ja egal. Und hier auch noch. So, jetzt aber gut. Na gut, machen wir hier noch einen.
da noch ein. Die sind eh schon wieder so tief im Boden, dass man die nicht miteinander verbinden kann. So, dann verkabeln wir das Ganze mal. Yay, das wird ein Spaß. Jedes Ding zweimal anklicken. Hurra. Hallo? Dann funktioniert es nicht mal. Also manchmal bin ich mir nicht sicher, ob es geht. Ich hoffe, am Schluss funktioniert dann alles. Aber ich verkabel jetzt einfach mal alle. Sieht eigentlich ganz gut aus. Na komm, das hat jetzt wieder nicht funktioniert. Okay, alles gut. Mal schauen, ich hoffe, dass wir überhaupt so viel Feuerwerkskörper in unserer Maschine herstellen. Ja, ich kann ja in der Werkbank selber schnell noch ein paar mehr machen dann am Schluss. Damit es auch wirklich ein Riesenfeuerwerk wird. Erinnert mich ein bisschen, wenn ihr dabei wart, an die letzte Nuka World Folge. Da habe ich ja auch schon so ein... Da habe ich mir schon gedacht, als ich die dann gemacht habe und als ich die auch gesehen habe, als sie dann fertig war, habe ich mir gedacht, das ist eigentlich eine Silvesterfolge, was ich da gemacht habe. Versehentlich. Aber jetzt machen wir das Ganze halt nochmal. Nur noch ein bisschen verrückter. Das ist mein Ziel. Dass wir im Grunde das Gleiche nochmal machen wie am letzten Nuka World Tag, nur eben nochmal viel, viel verrückter. Was denn hier? Baumstamm. Weg mit dir. Alles weg. Und wisst ihr was, wenn wir schon alles machen wie Nuka World, dann bauen wir doch auch gleich die traditionelle Leichentrommel. Oh Gott. Und schießen hier die traditionelle Festtagsleiche über den Weihnachtsplatz, wie sich das gehört. Was macht ihr denn eigentlich? Was macht ihr denn heute noch? Was macht ihr denn heute Abend? Wie verbringt ihr denn Silvester? Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Ich glaube, wir sind bei Freunden. Relativ privat. Bin mir noch nicht sicher. Aber ich glaube schon. So, und was noch? Ich weiß es nicht. Doch, ich weiß es. Ich habe einen Plan. Ich hebe jetzt die ganzen Raketen und Teddybären. Hey, jetzt halt doch mal die Klappe. Ich hebe jetzt mal hier diese ganzen Teddybären und Raketen auf. Als erstes, Schritt 1. Raketen und Teddybären einsammeln. Ach, komm schon, Optimus Prime. Lass mich doch hier mal die Raketen von Heiligabend wegräumen. Die brauchen wir doch hier gar nicht mehr. Vor allem die Raketen. Oh, ich brauche gar keine Teddybären, ich brauche hauptsächlich die Raketen. Das ist eigentlich voll super. Wir stopfen diesen Mörser voll mit Raketen. Dürfen auch ein paar Teddys mit dabei sein, macht ja nichts. Aber vor allem mit Raketen voll. Und dann zünden wir die Raketen und lassen die Raketen in die Luft fliegen. Ich meine, die explodieren nicht und so, aber es ist so symbolisch. Versteht ihr? Ich bin mir nicht sicher, ob ich verstehe. Aber es ist witzig, glaube ich, wenn auf einmal dann... Bam, 100.000 Raketen in die Luft gehen. So. Huh, das wird ein Spaß, die da alle reinzukriegen. So, ich glaube, ich habe aus Versehen hier den Strom ausgemacht, aber auch wieder angemacht. Alles gut. Wisst ihr was, ich könnte eigentlich auch schon hier diese ganzen Feuerwerkskörper mitnehmen. Die ersten paar zumindest schon, die erste Lieferung. Sehr schön. Hier draußen muss man sich vom Tag. So. Cool. Ich stell mal um. Ich lass mal ein bisschen was anderes produzieren. Na komm. Genau. Machen wir mal Goldpalme. Los geht's. Und hier drüben... Ich hab immer so einen Hunger. Machen wir Silberpalme. Würde ich sagen. Was? Hier stimmt irgendwas nicht. Ach so, ich bin aufs Falsche gegangen. Tut mir leid. Also, genau, da müssen wir hin. Goldpalme. Nee, nicht schon wieder Goldpalme. Halt, zurück. Nochmal. Stopp. Silberpalme, ganz genau. Okay, los geht's. Ehrlicher als Landwirtschaft kann Arbeit nicht sein.
Okay, das hier sind noch die alten. Wie sehen die neuen aus? Im Grunde genauso, nur dass oben der Klebestreifen ein bisschen andersfarbig ist. Na, meinetwegen, ist schon okay. Aber da kommt jetzt schon Silberpalme und nicht nochmal Goldpalme, oder? Ja. Gut, dann lassen wir die hier noch ein bisschen produzieren. Und wisst ihr, wie wir es machen? Heute Abend gibt es dann wieder ausnahmsweise keine Fallout Survive-Folge, sondern eine zweite Let's-Build-Folge, in der wir dann hier noch ein bisschen weiterbauen werden und alles vorbereiten und dann auch das Feuerwerk starten. Weil jetzt um 8 Uhr morgens das Feuerwerk starten ist vielleicht tatsächlich noch ein bisschen früh, aber dann abends, dann ist es wenigstens schon dunkel. So machen wir es, glaube ich. Ich steige jetzt mal hier in die Tonne. Und versuche mal, was passiert, wenn ich jetzt ganz viel von den Spielzeugraketen aus dem Inventar werfe. Oh Gott, die muss ich jetzt alle einzeln rauswerfen. Naja, ich mache das jetzt mal und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann, macht's gut. Ciao.